Klitschki, Honska, Klitschki. Porej Klitsch, Klitschki. Klitschki. Klitschki heißt der Schlüssel. Schlüssel, ja. Klitschki, no. Honska. Przez Klitschki. Honska, Klitschki. Hodna. Hodna, Hodna, er hat ihn. Das Passecek, ja? Halsband. Halsband. Um Gottes Willen. Passecek, Honska, Passecek, Hodna. Hodna, jawohl, Halsband. Halsband. Ball. Der Ball. Ballonek. Oh, der ist ein bisschen weggerollt. Ja. Ballonek, no, hat ihn schon. Ja. Jetzt sag. Ja? Jetzt sag ich mal vielleicht. Ja. Jetzt bring uns mal. Was heißt denn Gummiring auf Tschechisch? Kolitschko. No, Kolitschko, no. No, ganz einfach. No, bring mal Kolitschko. Kolitschko. Horna. Martin. Was? Dej mi opičku. Afe. Afe. Opičku. Přes opičku. 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 Das ist nicht opičku, das ist doch Zwergolek. Přes mi opičku. Nein. Opičku, opičku, dáši sem. Ist auch schwer zu verstehen, also opičku, merkt doch kein Mensch, dass das... Opičku, podej, hodna. Hodna, no. Das ist... Jetzt die Puppe. Pupek? Piskalinku, piskalinku. Honska, piskalinku, hodna. Ja. Jetzt Kibel, ja? Kibel. Kibel. Kiblik, přes kiblik. Kiblik, das versteht er. Kiblik. Goldig. Also jetzt haben wir noch drei Sachen. Das Holz in der Mitte. Ja, also Holz. Klaciček, přes klaciček. Klaciček, klaciček hodna. Hi. So, was haben wir noch? Ja, jetzt ist egal. Ja. Bürste? Kartač, Bürste, ja. Ja. Kartač. Und? So. A misku, Schüssel, misku. Schüssel, Schüssel, jawohl. Schüssel, misku. Toll. Toll. Und jetzt rollt den Teppich auf, komm. Ja. Toll. So. Ja. Ja, unser kleiner Liebling, wie er das gemacht hat, der Honska. Und das war, wie gesagt, also in willkürlicher Reihenfolge. Nicht, dass Sie denken, das wäre immer die gleiche Reihenfolge. Ich habe ja zwischendurch gesagt, jetzt möchte ich dieses Stück. Also der Hund war schon in Ordnung. So, Gerhard Preisser. Da verblasst natürlich jeder Hund. Ich meine, das könnte höchstens eine Fledermaus schaffen. Er wird jetzt tatsächlich mit angezogenen Beinen im Lotussitz also aus der Höhe von 3 Metern auf den Boden springen. Er wollte es ohne Matte machen. Wir haben gesagt, bitte eine kleine Matte sei uns erlaubt. Er hat sie akzeptiert. Gerhard Preisser. Ja. Gerhard, geht's dir gut? Ja. Alles in Ordnung? Alles in Ordnung, dürfte. Nichts gebrochen? Nichts gemacht. Ach, ist unglaublich. Wenn man das sieht, also man kann es gar nicht glauben. Bevor wir drüber reden, gucken wir uns das Ganze vielleicht noch mal in Zeitlupe an. Ja. Wie lange hast du denn geprobt? Ich meine, der erste Sprung hast du mit 1 Meter angefangen oder? Guck mal. Ja. Ich habe mit 2 Meter angefangen, 2,50 Meter. Wumm. 2,80 Meter. Aber du hast doch, guck mal, Beifall für dich. Aber ich habe schon einen Rekord aufgestellt von 4 Metern. Ne? Jetzt noch mal nach oben, das ist noch schwerer hier. Damit wir das Ganze noch mal angucken. Ich meine, ist das jetzt eine Verletzungsgefahr? Ist die da? Wird die ausgeschaltet durch Konzentration? Oder ist das einfach eine sportliche Leistung? Die Verletzungsgefahr wird dem ausgeschaltet, indem ich meinen Geist mit dem Körper, also dass ich mit dem Geist und dem Körper eins werde. Ne? Gut. Also wenn der Vater jetzt auf den Kleiderschrank steigt, richtig, dann bitte erst den Geist mit dem Körper eins werden lassen. Und da hapert es ja schon. Die Ängste werden ausgeschaltet. Die Ängste werden ausgeschaltet. Das geht automatisch. Wenn man das beherrscht, dann... Kann man auch auf anderen Gebieten dann die Ängste besser ausschalten? Ja, kann man auch, ja. Ja. Man also, Gerhard Preisser. Ich möchte nur eins sagen, man kann auch dadurch Höchstleistungen im Sport erreichen. Zum Beispiel, ich laufe Marathon. Ja. Ich laufe zum Beispiel in Bonn, Köln. Ich laufe von Bonn bis zum Kölner Dom und laufe wieder zurück. Das sind über 50 Kilometer. Und das könnte ich vielleicht auch noch schaffen, nicht am Stück, aber so in 3 Tagen. Ja. Aber vom Schrank runter weiß ich nicht. Gerhard,
Jetzt gucken wir uns etwas an, was eine Leistung auf einem ganz anderen Gebiet ist. Dieser Mann ist in der Lage, Geräusche so nachzumachen, dass man wirklich glaubt, es wäre echt. Wes Harrison. Der Anlasser. Worst sound. Wird immer schlimmer. Worst sound. Noch schlimmer. Gets car in gear, burns off very fast. Saust schnell los. Gone. Thank you, sir. Fast automobile, fast. Das ist auch ein schneller Wagen. Wonder who Masked Man was. Wer war denn der maskierte Reiter wohl? Never catch him. Here he comes again. Very fast. Ohnehin nicht. Der ist so schnell. Up ahead, big sign. Sign say halt. Stoppschild. Cliff. Abgrund. Das war die Radkappe. It takes train, locomotive, to duck blind. Jetzt geht er zum Zug, um zur Jagd zurückzufahren. More steam. Mehr Dampf. More steam. Noch mehr Dampf. Langer Zug. Best part. Jetzt kommt das Beste. Wes Harrison war das mit einem Ausschnitt aus seiner Show, die bei uns sowas extra gemacht hat. Jetzt habe ich hier eine Dame sitzen. Das ist Frieda Weinheimer. Ja, auch. Frieda, ja. Der nicht mal vor dem Alter hat er Respekt. Wie alt sind Sie? 77. Ja, 77. Und sie ist eine Oma, die in ihrem Leben viel erlebt hat. Und um einfach ein bisschen aus ihrem Leben zu hören, haben wir gesagt, Mensch, Frieda, bringen Sie doch Ihre Familie mit. Das hat sie getan. Darf ich mal die Familie Weinheimer bitten, zu uns nach vorne zu kommen? Alles aufstehen. Alles aufstehen. Und hier mit euch. Okay.
Da fehlt noch eine, gesagt sie. Ja. Das ist also alles, was die Oma in ihrem Leben zustande gebracht hat. Und das ist eine Menge. Oma, wie viel Enkel haben? Wie viele Kinder erstmal? Ich habe jetzt noch 7 Kinder am Leben. Ich habe 11 Kinder gehabt. 11 Kinder hat sie gehabt, von denen 7 noch leben. Wie viele Enkel? Ja, ich habe 57 Enkel habe ich. 57 Enkel? Und 46 Urenkel. 46 Urenkel. Dann mache ich mal die Runde hier vielleicht. So, wer ist denn ein Enkel von der Oma Frieda hier? Ja. Ihr kommt alle aus Bochum, ja? Wie alt bist du? 8. 8 Jahre ist, und wie alt bist du? 10. 10. Schau mal, ist alles mit Fernsehen hier. Kommt ihr ab und zu die Oma noch besuchen? Wer geht denn ab und zu die Oma besuchen? Die Oma war schon bei uns. Ja? Macht ihr so ein bisschen immer noch in Familie, dass ihr zusammen feiert, wenn irgendwelche Feiern sind, ja? Hast du zum Beispiel eine Feier gehabt zum Geburtstag? Kommt da viele zu Besuch? Ja. Ja, wie viel? Meine, bei dir zum Beispiel, guck mal, ein schönes Hemd hat sie an, unser neues Nasovas-Hemd. Zeigen wir mal hier im Fernsehen. Hä? Ja, das ist schick. Jetzt gehen wir mal zu den Älteren hier. Da ist, glaube ich, guck mal hier mal nach vorne. Da ist Nachwuchs im Gange. Oma, freuen Sie sich noch über jeden Urenkel? Oh, da kommen noch mehr. Da kommen noch mehr. Also Oma weiß Bescheid. Macht nichts. Wann ist denn soweit? Anfang April. Ist das der andere Sohn? Ja, das ist Sohn von, also es geht hier wirklich durcheinander, weil jeder mit jedem verwandt ist. Warte mal, jetzt gehe ich mal da drüben. Jetzt ein, er ist so schick im Anzug. Nee, guck mal, er sortiert gleich. Da muss ich mal hin. Extra den guten Anzug angezogen für heute. Komm, bleib da. Jetzt dann. Er ist endlich mal ein gut angezogener Herr hier in der Sendung. Wie seid ihr denn verwandt mit der Oma? Ich bin der älteste Enkelsohn. Der älteste Enkelsohn? Also ist er schon auch ein reifer Enkel. Und wo ist Ihre Tochter jetzt oder Ihr Sohn? Keine Kinder. Ach, gar keine. Oh, er hat keine Kinder. Er haut aber raus. Er haut raus. Ja. Wer hat denn hier? Guck mal, ich hab hier noch ein paar. Kannst du mal schon mal austeilen? Hier, na, sowas, Aufkleber. Könnt ihr mal austeilen, aber hier. Moment, aber nicht die Kinder umrennen. Was? Ja, ihr kommt auch aus Bochum, ihr kommt alle aus Bochum. Hier gehe ich mal hin. Bei den schönen Frauen bleibe ich jetzt mal. Seid ihr, Moment, darf ich mal hier kurz? Man sieht da, um Gottes Willen, warte mal. Man sieht doch hier die Mutti nicht. Sekunde. Auseinander. So, Achtung. Geht mal ein bisschen hier. Ich muss doch mal hier guten Tag sagen. Kommt ihr mal ein bisschen zu mir in die Mitte? Dass man, nee, nein? Aber ihr seid doch so hübsch. Kommt, euch beide möchte ich doch mal zeigen. Jetzt trauen Sie nicht. Man sieht auch nichts vor lauter Kindern. Was ist denn er? Er ist hier der GR des Hauses. Ich bin der Sohn. Er ist der Sohn, auch ein Sohn von. Wie viele Kinder haben Sie? 5. 5 Kinder. Finden Sie die alle raus hier? Ja, alle. Also alle mal die Kinder von ihm schnell melden. Wo sind seine? 1, 2, 3, 4. Und da hinten? 5. Also, sind 6, wissen Sie das? Ne? Gut. Also, 7 mit Enkel. Also eine große Familie, das ist eine typische Nasovas-Familie. Wer guckt denn immer Nasovas von euch? Oh, das ist recht. Meine, gut, jetzt mach mal frei, man sieht ja die Oma gar nicht mehr. Er möchte ein bisschen mit der Oma noch flirten. Von ihr möchte ich mich verabschieden. Also, ich hoffe, wir bringen es noch gemeinsam auf 100. Ich meine, auf Kinder. Also ich kann leider nicht helfen, aber immerhin, ihr schafft das auch ohne mich. Ich möchte mich von meinem Gastkommentator von dem Beo noch verabschieden. Der wurde also ganz still, als der Mann vom Turm gehuppt ist. Wer bist du? Und ich verabschiede mich jetzt auch. Das war unsere 50. Nasovas-Sendung. Gemacht von Ihnen, meine Damen und Herren, von unseren Gästen, die bei Nasovas dabei waren. Ich hoffe, dass es auch in Zukunft so weitergeht. Und bei der 100. melden wir uns wieder. Ich bedanke mich. Die nächste Normalausgabe gibt es in 14 Tagen. Und ich bedanke mich bei unserer Familie Weinheimer. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen. Jetzt haben wir etwas, was noch mehr im Studio los war als heute. 500 Kinder haben bei uns Akkordeon gespielt. 500 Kinder waren unser Gast und sind einmarschiert in unser Nasovas-Studio. Das war auch ein großes Ereignis, mit dem wir uns für heute verabschieden wollen. Ich bedanke mich und auf Wiedersehen. Tschüss. So. Wiedersehen. Das waren sie. Unsere 520 Akkordeonkinder. Und damit Sie nicht glauben, wir haben einen Trick gemacht und es sind immer wieder die gleichen gekommen, zeigen wir jetzt noch mal eine imposante Gesamtaufnahme. Alle 520 Akkordeonkinder von der Akkordeonschule Benkert auf einem Fleck. Und 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3. Okay. Langsam zum Schluss. Und ausblenden. Jetzt haben wir sie alle.